Jürgen, 4:0-Sieg gegen Saar 05 Saarbrücken. Nach 14 Minuten gab es einen Doppelschlag für den FCH, 2:0. War das schon das Ende vom Spiel? Nein, mit Sicherheit nicht. 2:0 ist noch kein sicheres Ergebnis. Aber die Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit wieder sehr gut gespielt, ja, sehr schöne Tore gemacht. Man darf nicht vergessen, ja, Saar 05 hat vorher zu Hause gegen Trier gewonnen und dann in Wiesbach auch hoch gewonnen. Also von dem her muss man das schon richtig einschätzen und da hat ja, meine Mannschaft das wieder sehr gut gemacht. Zweite Halbzeit hat sich Saar 05 auch besser darauf eingestellt und ja, kann nur ein Kompliment machen wieder zu der Leistung und zu dem Sieg. In der zweiten Halbzeit sah es so aus, als wäre es ein bisschen die Luft raus. Lag es an den 21 Toren, die man letzte Woche schon erzielt hatte? Nein, es war heute, wie gesagt, Saar 05 stand ja nach wie vor tief und so. Und wir wollten einfach kontrolliert spielen und hatten auch ein paar gute Tormöglichkeiten. Wir hätten ja 3-4 Tore mehr machen können. Ja, ich finde, die Mannschaft hat das souverän dann in der zweiten Halbzeit gespielt. Herr Seibert, 4:0 Niederlage gegen den FC Homburg. Wie war Ihr Eindruck vom Spiel heute? Ja, also an dem Sieg gibt es nichts zu rütteln. Das ist klar, Homburg hat das super gemacht. Das ist einfach eine Mannschaft, die vom Spielerischen her, von der Art und Weise, wie sie auftreten, in der Liga auch nichts zu suchen hat. Das muss man klar sagen. Das Zustandekommen vom ersten Tor hat mich extrem geärgert, muss ich sagen, weil es für mich schon eine sehr, sehr strittige Szene war im Strafraum hinten. Die hätte ich gerne nochmal gesehen. Dann muss mein Spieler behandelt werden und prompt fällt dann über die Seite das 1:0. Wir kriegen dann sehr naiv verteidigtes 2:0 nach einer Weltklasse-Flanke von Gallego, muss ich sagen. Und dann biegst du das nicht mehr um gegen Homburg. War halt einfach auch personell bei uns heute zu viele Probleme, um dann sagen zu können, wir haben da was entgegenzusetzen. Waren Sie dennoch zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Man hat ja immerhin gegen den Tabellenführer gespielt. Ja, in der zweiten Halbzeit bedingt. Also da war es besser. Ich meine, ja, kann man jetzt vielleicht auch sagen, Homburg hat einen Gang rausgeholt. Das ist mir relativ schnuppe und wir wollten eigentlich kein Gegentor mehr kassieren in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit bin ich nicht so damit einverstanden, aber wie gesagt, wir hatten heute, ich glaube, in der ersten Elf 4 angeschlagene Spieler. Ja, ein paar junge Kerle drin, wo man heute gesehen hat, das geht dann alles ein bisschen schnell. Aber nochmal, wir spielen da gegen Profis. Ich habe eben schon gesagt, wenn die Homburger Spieler die Jobs von meinen Jungs machen müssten, dann könnten sie es auch nicht in der Qualität ausführen, wie sie das Fußballspielen machen. Und von daher müssen wir es so hinnehmen. Es ist ein verdienter Sieg, absolut für Homburg. Und für uns geht es in anderen Spielen um mehr. Wie sehen die Ziele von Saar 05 aus für diese Saison? Ja, da gibt es jetzt erstmal nur kurzfristige Ziele. Also ich hätte als erstes gerne mal 2 Spiele hintereinander die gleiche Mannschaft auf dem Platz. Das wäre für uns schon mal wichtig, dass wir uns nicht durch dumme Sperren oder halt auch Verletzungen dann irgendwie immer in die Bredouille bringen, wechseln zu müssen. Dass wir es können, haben wir, glaube ich, gezeigt, auch in den Spielen davor. Da müssen wir hinkommen. Wir haben einen gewissen Anspruch an uns selber. Aber da bedarf es noch ein bisschen Zeit und auch viel Training, ja. Heute kam jetzt schon der 9. Sieg in Folge. Es war sehr nass, jetzt bist du im Trockenen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, wir sind von Anfang an gut reingekommen, haben die Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Und von dem her konnten wir befreit aufspielen in der zweiten Halbzeit, haben das vierte dann noch nachgelegt. Und ja, sind natürlich froh, dass wir hier 4:0 gewonnen haben. Du hast gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit lag jetzt nicht mehr so viel nach vorne. Ihr habt das 4:0 noch gemacht.
aber viel hat sich im Mittelfeld abgespielt. War der da froh, dass er die Schäfchen schon ins Trockene gebracht hattet und wollte dann nur noch das Spiel verwalten? Ja, natürlich wollten wir noch das ein oder andere Tor machen. Ja, ist nicht immer so einfach, wenn man dann zur Halbzeit 3-0 führt. Von dem her, trotz allem können wir zufrieden sein. Und ja, 9. Sieg in Folge, ja, passt.